Also jetzt gucken wir mal, da wo die One. stealthen wollen, das halte ich halt nicht für sonderlich sinnig, aber ich mache jetzt einfach mal, wie die das vorgegeben haben, ne? Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, der hat jetzt Root mitgenommen. Schauen wir mal, wir haben sie noch nicht getriggert. Okay, also die Tusse steht da echt blöd. Also, fuck, sie ist halt doch getriggert. Warum ist sie jetzt getriggert? Hütet euch. Shit. Wir müssen halt die Dings killen, ne? Aber der eine ist halt rausgeführt worden. Es geht schon mal gut. Oh, lol, er ist halt hochgebolstert jetzt damit. Hütet euch. Ah, lol, der hat 10 Millionen Life. Out and in, ja. Run. Hütet euch. Okay, das ist halt jetzt bitter. Das ist halt jetzt richtig bitter. Er wurde halt von den kleinen Viechern geboostert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die ihn hochboostern können. Aber ich weiß auch nicht, warum er kam, ne? Ich habe nur die kleinen gepult. Aber anscheinend ist er durch den 4 von dem einen getriggert worden. Alter, sie sind halt nicht alle raus. Ja, jetzt meint der Heiler, er wollte erst den Big Pull, aber dann pullst du die Kleinen auf jeden Fall. Also das ist Käse. Du musst erst die Kleinen rauspullen. So. Jetzt sind die Kleinen weg und die sind jetzt nicht mehr geboostert. Okay, auf geht's. Warten noch, bis die einen da sind. Okay, drauf da. Bei einem kann ich stehen bleiben. Hütet euch. Aber ja. Ich glaube, unser Damage reicht da nicht, oder? Kriegst du nochmal einen Cast durch? Hohoho, hohoho, war das knapp. Hütet euch. Die einen will sie jetzt skippen. Hütet euch. Keine Ahnung. Die wollen sie jetzt mit Shroud skippen, habe ich. Scheiß drauf, ich drück jetzt in. Also das war jetzt schon mal kein sonderlich guter Start. Aber ja, ist okay. So viel Zeit haben wir dadurch jetzt nicht verloren. Aber also so wie der eine Dude, der will jetzt erst die da drüben pullen. Diese hier will er machen. Das ist halt, also ich muss sagen, diese Dings, Season sind die Mobs halt echt ein Stück trickier. Weil es halt wirklich jede Woche nochmal komplett anders ist, wo die Dings stehen. So, jetzt müssen wir warten, bis die rauslaufen. Ah, die stehen da halt ewig. Das ist halt jetzt bitter. Deswegen tue ich lieber die eine Seite machen. Das ist, also, wenn du halt nicht so ganz schnell bist, dann machst du halt lieber die eine Seite hier. Und dann erst die andere drüben, aber ja, gut, das war jetzt hier okay. Hier kommen halt einer der Herr. Warte mal, ist eigentlich. Was haben wir denn? Wir haben. Ah, ne, wir haben Boss-Buff, okay. Das geht also eigentlich. Ja, dann hätte ich doch nicht meiner E-Trade spielen sollen. Dammit.
Ich hätte vielleicht vorher einfach mal gucken sollen, was wir für einen Affix haben. Das war jetzt nix. Jetzt kommen dann die zwei harten Gruppen. Aber ich habe mein Death Trinket an, also da muss ich jetzt mal gucken. Das soll ich vielleicht auch vielleicht ein bisschen öfter einsetzen, wenn es knapp wird. Wahrscheinlich sogar echt unnötig, dass ich es jetzt hier angezogen habe. Hier zum Beispiel. Kann ich es einfach mal reinhauen, warum nicht? Es hat nur eine Minute Abklingzeit. Okay, die Gruppe lief jetzt ganz gut. Die nächste, die wird halt hart. Die wird halt richtig hart. Da werde ich jetzt vielleicht auch mal einen Pre-Potch reinschmeißen. Dann mal mein Trinket drauf. Und noch eine Wall hinterher. In die Gruppe schmeiße ich jetzt alles rein, was ich habe. Alter. Müssen halt auch die Dings killen. Ja, jetzt ziehe ich erst den Wirbel mal raus. So, eine Wall habe ich noch. Okay, scheiße, ich muss halt wallen. Warte, mein Trinket haue ich jetzt hier nochmal rein. Also hier jetzt wirklich alles gezogen, ne? Meine Essenz zum Heilen, mein Trinket, alle Dings. Okay, scheiße, jetzt sind die auch noch stacked. Aber das Krasse sind die Caster, die rödeln halt ordentlich rein. Das ist halt die härteste Gruppe. So, ich würde mal gerne gucken, was ich mir jetzt selber geheilt habe. Schon, ich habe 29 HPS gehabt, ne? 29 HPS, da weißt du, was los ist. Als Tank und also vor allem als Guardian Tank. Ah, ich habe ein A, ich hätte wegen Pre-Pod Dings machen können, ne? 29 HPS. Ja, ich komme im Tyrannical, gehe ich mal lieber raus. Machen wir mal Safety First. Okay, die Dinger macht anscheinend keiner. Vielleicht meinen die, dass ich die als Tank mache. Aber das ist jetzt schon mal einer der härtesten Räume im King's Rest tatsächlich. Aber gut, diese Woche ist halt Boss-Buff und nicht Trash-Buff, ne? Und das merkst du halt schon auch. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Da gehe sogar ich aus dem Ding. Der macht zwar echt nicht viel Schaden, ne? Aber shit, ich hätte jetzt vielleicht mal gucken sollen, wo im nächsten Raum die Dinge sind. Nur im nächsten Raum die Tussen sind. Warte mal, ich habe doch das Add-on hier irgendwo. Na super, das geht während dem Kampf wieder nicht richtig. Ja, blöd. Weil das letzte Woche, oder war das vorletzte Woche, ich bin mir nicht mehr sicher, da war nämlich in dem nächsten Raum gleich so eine Tusse noch gestanden und das war richtig eklig. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ja, aber sonst komme ich halt nicht auf so viel, sehr viel bei Vibe. Ich habe mir jetzt alles aufgespart. Da siehst du halt auch mal was, also der Heiler hat ja auch nicht wenig gehalten, ne? Da siehst du mal, was du auch an Dings brauchst, ne? Das ist, ich dachte gerade, die haben die Zone hier geplaced. Muss ich langsam mal wieder zurückziehen. Boah, wir brauchen aber schon ganz schön lang hier, ne? Aber ich spiele halt jetzt, schau mal, ich habe nur 18k Single-Target-Damage. Aber ich habe halt auch meine Trinkets, meine Offensiv-Trinkets nicht drin. Schade, dass du im M-Plus nicht hin und her switchen kannst. Muss ich ihn, glaube ich, fast ein bisschen anfangen zu kiten. Naja, gut, okay, den kriegen wir vorher vielleicht nur down, oder? Der eine hat doch das Mars Entanglement mitgenommen. Wir brauchen halt schon echt lang bei dem Boss, ne?
Damit es halt echt keinen krassen Single-Target-Schaden. Ah, knapp. So, wo haben wir jetzt die Tusse stehen? Auf dem komischen Sheet war es drauf gestanden. Hoffentlich steht da jetzt keine drin. Nee, okay, easy. Da ist keine Tusse drin, dann ist der Raum schon mal leicht. Aber wahrscheinlich wird irgendein anderer... Ich dachte mir jetzt gerade, das spawnt einer. Was ist der hier? Zul ist das. Ja, die Healesense ist natürlich schon praktisch. Wie gesehen, war halb down, Healesense rein, fertig. Ja, das ist natürlich eine schicke Sache. Dann ziehen wir die da mal ein bisschen raus. Krieg halt schon echt, obwohl Ding ist, ordentlich auf die Fresse. Tatsächlich. Wir haben auch weniger E-Schaden. Ne? Ich bin jetzt bei knappen 50k hier und die sind zwei DDs unter mir und ich spiele nicht im AE-Gear. Ne? Ich spiele im Single-Target-Gear. Also gut, Single-Target-Dev-Gear eher. Aber wenn ich sterbe, das ist halt dann noch ein bisschen beschissen. Aber was sie gut machen, sie cleaven die gleichmäßig runter. Ne? Das habe ich ja auch bei schon für vielen Gruppen gesehen, dass sie dann einen bursten. Also das machen sie auf jeden Fall gut. Da kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. So, wen haben wir als nächstes? Wenn wir jetzt keinen größeren Scheiß machen, dann könnte das eine In-Time-Geschichte werden. Und den brauche ich halt noch 15 In-Time, ne? Den Laden hier für mein Achievement. Deswegen spiele ich lieber ein bisschen defensiver und verkack's nicht, ja. Komm raus da aus dem Cleave, das ist unschön. Wieder zusammen. Der Dino ist echt. Ich dachte mir, ich muss jetzt den Dino machen, weil die Tussi ja eh schon fast gleich down ist, aber. Aber die ist jetzt halt eingewoldet. What the hell? Was die mir noch am Ende jetzt gedrückt hat? Krasse Scheiße. Die sind auch richtig fies, die beiden hier. Wenn der das mit Wirbeln anfängt, dann ist halt richtig ätzend. Ja, hier. Können wir fast ein bisschen mehr auf ihn gehen. Ja, spiele ich lieber halt ein bisschen defensiver. Und verkack's halt nicht, ne? Weil wenn du als Tank stirbst, dann ist meistens ein Vibe und das kostet halt so viel Zeit. Das dann meistens rum ist. Ah, dieses Drecksgewirbel. Aber die Fixe, die. Also ich finde, die gehen. Ja? Also es gibt beschissenere Fixe, definitiv. Nehmen wir so da ein bisschen raus. Weil der Blitz, der haut ordentlich rein, ne? Der haut richtig ordentlich rein. Lauf, kleines Mädchen. Einmal kann ich ihn immer interrupten mit Ding, aber... Der Worry ist mutig. Der eine verreckt. Da drin darfst du nicht stehen. In dem Shit. Der hat sich jetzt selbst weggebrezelt damit. Worry hätte ich gesagt, Enhancer hier. Das sieht irgendwie so ein bisschen Worry-mäßig aus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob gleich die Tussen nochmal irgendwo ätzend stehen. Ob das gleich ein Problem gibt. Muss ich nochmal gucken, wo die genau skippen wollten. Ah, fuck, da steht halt eine Tusse drin, ne?
Ja, aber gut, wenn die gut zurückgezogen wird, dann ist es eigentlich auch kein Stress. Ja, wenn da einer drauf schießt. Hütet euch. Jetzt muss noch mal einer die Tosse machen. Ah, jetzt können wir sie weiterziehen, können wir ihn weiterziehen hier. Ich glaube, im großen Raum steht dann auch gleich noch eine drin. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Hütet euch. Aber nochmal Laserparty hier. Ja, so viel macht der Strahlende dann Schaden. Komm, easy, weiter geht's. Mondfeuerparty. Ich vermute, dass da jetzt eine Tusse drin stehen wird und dass das ätzend werden könnte. Ja, oh fuck, da stehen halt zwei Tussen drin. Aber gut, das sind die Dingstussen, die können eigentlich nichts. Kannst halt jetzt bloß nicht CC'en. Warte mal, die stacken sich. Müssen sie halt gleichmäßig. Die müssen halt gleichmäßig fallen, sonst buffen sie sich halt ins Unermessliche hoch. Oder buffen sich die? Ja, doch, die buffen sich. Okay. Aber das hat gepasst. Da ist halt nochmal eine. Hol ich mal nur die drei. Und dann machen wir die da hinten noch. Oh nein, pull die doch nicht alle. Ich wollte das extra nicht. Jetzt sind die nämlich unterschiedlich hoch von. Ach. Ich habe extra nur die drei gepullt. Jetzt sind nämlich die einen low und werden die anderen hochbar. Gut, das sind jetzt nicht so viele, aber das war jetzt eigentlich unnötig, um ehrlich zu sein. Ja, gut, so viel Life haben die jetzt auch nicht. Vielleicht jetzt gerade ein bisschen größeres Drama drum gemacht, als es eigentlich ist. Das ist halt ätzend. Da sind jetzt halt kleine Blobs drin. Du hast die Tusse und du hast die großen Dinger. Ich weiß nicht, ob wir die Tusse rausgepult kriegen, ohne dass wir. Weil die werden sonst den anderen hier hochbuffen. Das könnte richtig eklig werden. Keine Ahnung, ob ich das rausgepult krieg. Pull ich mal den hier? Es hat halt echt funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das war jetzt tatsächlich easy. Die beiden können wir zusammenspielen, die können ja nichts. Okay, ich dachte, das gibt jetzt einen riesen Dreck, ne? Weil wenn die kleinen Tussen oder die kleinen Blubs hier quasi die Dings hochballern, dann wird's halt richtig ätzend. Aber das, ja, lief. Ja, theoretisch hätten wir die einen beiden hier zusammenziehen können. Gut, der Boss kann eigentlich jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Gut, mit Dings könnte er vielleicht schon was können mit hier Boss-Buff, ne? Jetzt halt 66% Trash. Wir haben jetzt oben dann noch die Brücke, die wird halt richtig ätzen, aber die wollen sie ja skippen, so wie ich das verstanden habe. Alter, okay, okay, ich muss defensiv spielen. Habt ihr gesehen? Er hat mir einen Schlag gegeben, einen normalen Melee-Hit und hat mich auf halbes Life gedrückt. Ja gut. Da muss ich hier tatsächlich mit Active Mitigation und defensiv spielen. Das funktioniert nicht sonst. Er wird mich halt sonst wegdrücken. Also ein bisschen halt so. Hier, wenn er castet, brauche ich nicht. Doch, ich werde nachher Classic spielen, aber ich will erst auf dem Live-Server quasi so meine Weekly-Geschichten machen. Heißt, jetzt mache ich einen Key hier. Quasi den einen,
den einen Weekly Key. Jetzt spiele ich halt einen 15er King's Rest, weil ich hoffe, dass ich halt den In-Time mit den Randoms hier spiele, um den fürs Achievement noch fertig zu bekommen, ne? Und dann muss ich noch mit dem Hordenschar vier Bosse in Mechagon umhauen fürs Mount. Eigentlich auf dem Classic-Server. Das sind so die Weekly-Sachen. Shit, jetzt placed er halt in der Mitte seinen Kack. Und die Dings, die Fläche ist auch noch in der Mitte. Aber der also ich muss sagen, die Leute, ne, die switchen wirklich auf das. Die spielen tatsächlich die Mechanik. Was man normalerweise, ne, muss man erwartet. Okay, die Leute, man hat eine Mechanik, die Leute spielen die, ne, aber ich habe das so oft gesehen, dass, dass das nicht gemacht wurde, dass ich mittlerweile schon beeindruckt davon bin, wenn das Leute... Ah, fuck it. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so gut geplaced. Jetzt ist halt das Problem, jetzt muss er da halt da hinten durchlaufen. Warte mal. Ich das Ding. Hoffen wir mal, dass da gleich nicht noch ein Gefängnis hingeht, sonst sind wir halt echt fickt. Wo ist es? Wo ist er drin? Da hinten. Fuck, der holt jetzt hier einen raus. Okay, haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Weil da das Feuer willst du halt nicht bei Boss-Buff, ne? Ja. Hätte ich den Boss ein bisschen weiter draußen placen sollen. Also das wird halt dahin geplaced, wo ich wieder stehe, ne? Oh, oh, der Heiler. Uhuhuhuhu. Bei der Heiler hier nicht so schlecht ist, ne? Da kann ich jetzt nichts sagen. Der macht sein Ding eigentlich. Er könnte halt Catweaven noch, ne? Das wäre vielleicht noch eine Geschichte, die er machen könnte. Aber sonst. Ja, tricky wird's jetzt da oben. Da wird's jetzt richtig tricky. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob, wo die genau lang wollten. Also die wollten das alles spielen bis hierher und dann wollten sie quasi stealthen, ne? Also die mittlere Gruppe wollten sie noch machen, okay. Da hast du so eine Tusse, okay. Also hier wird schon ziemlich eklig von den Mobs. Okay, da haben wir jetzt so eine Kaktusse drin quasi. Nice, ich habe die Hits nicht abgekriegt. Ab und ausnahmsweise mal gut gespielt. Hier kommt, naja, jetzt habe ich einen habe ich gedingst. Manchmal, wenn du in dem Moment wegspringst, kannst du sie dodgen, ne? Kriegst du den Hit nicht. Aber das ist halt, ja, fast mehr Lack-Sache als Skill-Sache. Okay, jetzt habe ich einen Doppelstack. Jetzt muss ich halt leider. Ich habe nochmal Ding. Ich kick sie nochmal weg. Ich lasse den Stack nämlich jetzt auslaufen. Jetzt gehe ich erst wieder ran. Also das sind nämlich die Mobs hier, die richtig reinwemseln. Okay, jetzt haben wir den einen Dicken drin. Jetzt müssen wir kurz warten. Komm, lauf doch jetzt. Ach nee, der läuft nicht weg, ne? Fuck. Wir müssen den mitmachen. Fuck, das wird jetzt richtig hart. Ich kann einmal kann ich chargen. Oh, das wird jetzt richtig böse. Muss ich das mal reinhauen? Hütet euch. Ich kann nochmal chargen, ne? Stehe ich noch drin? Nee, okay, passt. Alter. Ich bin gerade richtig froh, dass ich mit beiden Dings spiele, ne? Okay, jetzt kann ich wieder chargen. Passt. Alter Schalter, was haut denn die mir rein? Okay, jetzt ein Ele gezogen. Perfekt. Heal-Totem. Hütet euch. Sollte ich vielleicht am besten rausgehen. Weil der Melee-Charge ist halt immer so eine unsafe Angelegenheit. Hütet euch. Okay, ich kann wieder chargen, das passt. So, ich habe jetzt offiziell alle CDs, alles was ich hatte, habe ich an der Gruppe rausgeschmissen, aber die war auch echt Abfuck. Du hast nämlich den großen. Okay, der Heiler ist down. Ungünstig. Was ist denn der? Ich kann ihn nicht ritzen. Brauch halt immer Wut dafür. Komm, jetzt haben wir. Das war jetzt nicht notwendig, aber wir haben. Oh fuck, der eine ist noch verreckt. Okay, der hat sich halt den BR weggeklickt.
die jetzt noch gestorben sind, war jetzt ein bisschen unnötig. So, wir müssen nicht mehr viele Gruppen spielen bis hierhin, dann wollten sie durchdingsen. Das ist so eine Viertelstunde. Sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Der eine meint, die anderen sollen mehr Explosive-Dinger machen, weil er der Erste da ist, hat er gepostet. Ja, ich könnte auch ein bisschen mehr drauf switchen. Aber ich habe halt wenig, was halt wirklich nur Single-Target ist. Aber da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Der Shami, der macht halt fast die ganzen Explosive-Teile. Okay, das wird jetzt richtig hart. Du darfst die halt nicht zu weit kicken, sonst haben wir gleich das Problem. Die jetzt mal hier hinter die Ecke. Sonst triggern die die nächste Gruppe, ne, wenn du die zu weit hinterkickst. Das ist halt echt immer ein bisschen tricky. Der knackige Punkt kommt halt jetzt und ich glaube, dass das dann ätzend werden könnte. Heilungsflut. Okay, kriegen wir. So, jetzt haben wir noch eine Gruppe und danach, die wollen sie skippen mit Dingen, aber ich, das wird eine Shitshow, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das wird eine richtige Shitshow. Fuck it. Also hier wollen sie ihn wissen. Weißt du, einmal durch, easy, aber du musst dann halt nochmal. Verkackt bestimmt wieder irgendeiner, oder? Nee. Sind sogar alle durchgekommen. Jetzt noch 13 Minuten. Eigentlich sieht's gut aus. 3, 2, 1. Weißt, das Problem ist, dass du gleich nicht zurückkommst, ne? Weil die Mobs sehen unsichtbar und wenn wir jetzt gleich zurücklaufen, wir haben jetzt gleich keinen Invis-Pot. Also, das hat mit der letzten Gruppe haben wir es genauso gemacht, aber da ging es halt voll in, also da ging es richtig in die Hose. Du merkst halt, dass Boss-Buff ist, ne? Wie lange du schon für den ersten Typen brauchst, ist halt echt krass. Da hätte ich lieber den Inkpot drin gelassen, ne? Bei Boss-Buff. Oder wie lange haben wir jetzt auf den Pot? Na gut, 4 Minuten. Wenn du so lang für den Boss brauchst, dann könnte es vielleicht sogar fast klappen, ne?
Ach, der castet jetzt halt hier seinen Shit durch. Sich ihn da mit ranziehen zum Totem. Ah, jetzt zieht. Ah, okay, beim zweiten haut er jetzt AT rein. Interesting. Hütet euch. Weiß ich nicht, ob ich hier nicht lieber im Ding rausgehe. Dann wieder ran. Ja, das geht. Hütet euch. Ich spieß mal im. Ah, fuck it, ich bin ein Kacknupf. Aber gut, die machen auch hier keinen Schaden. Ne? Also da kann ich halt tatsächlich. Ich mach's wie, wenn ich's im Ding spiele. Ich bleib einfach stehen. Lass mich einmal knocken, lauf dann rein. Dann muss ich halt minimal nur moven. Sonst musst du raus, wieder rein und ach, das ist. Hütet euch. Obwohl. Eine Eigenheilung ziehen hier. Hütet euch. What the fuck, wie ist der Shami jetzt? Hütet euch. Shami ist halt weggerippt, ne? Hütet euch. Wir dürfen halt bei dem Bosskampf jetzt hier halt nicht verkacken, weil sonst haben wir. Der eine hat nur einen Invis-Pot und dann war's das halt. Der Heiler ist halt OM. Okay, krasse Scheiße. Der hat sich jetzt halt wahrscheinlich absichtlich sterben lassen, um wieder Mana zu haben nach dem Battle Rats, oder? Kann das sein? Jetzt müssen wir uns halt alle da reinstellen. Ich glaube, der Heiler hat sich absichtlich sterben lassen, weil er OM war. Okay, shit. Also da muss ich jetzt auf jeden Fall weglaufen. Ah ne, warte mal, das ist durchstürmt. Ich bin so ein Vollidiot. Jetzt muss ich weglaufen. Fuck, jetzt hat er mich ins Blade reingekickt. Nee, ich hab ihn. Grit hat sogar einmal getauntet. Stell dich doch nicht so nah ran hier, Bro. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Okay, der Druid ist echt gut. Schau mal, der hat mir sogar noch reingetauntet. Da kann man echt nichts sagen, ne? Du musst dich doch in. Also, der macht sein Ding echt gut. Kann man nichts sagen. Lauf. Kleines Mädchen. Lauf! Echt nicht schlecht. So, und wie will er jetzt. Jetzt frage ich mich, wie die wieder zurückkommen. Weil. Ach, die sehen gar keinen unsichtbar? Ich gehe da jetzt einfach mal weg, weil ich bin noch im Stealth. Die resettet? Dass niemand Garun entkommt. Okay, ich bin nicht im Combat. Perfekt. Ich habe mir nämlich schon gedacht, einer von uns muss halt rauskommen. Ich habe es geschafft. Ist denn der gestorben da hinten? Ah, was? Er ist halt um die Ecke gelaufen. Der wollte wahrscheinlich Shadow metzen.
Wir meinen, wir brauchen 5 Minuten für den Boss. Ja gut, wir haben uns noch 6 Minuten, müssen den einen noch killen. Das wird halt jetzt eine enge Kiste. Er hat nicht alle Gerätz bekommen. Geh jetzt den Hunter nach. Shit, da geht halt Zeit ohne Ende drauf hier. Potte ich halt für den nochmal und für den anderen auch. Keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es noch. Jo, auf geht's. Oh fuck, da unten steht auch noch so eine Tusse. Okay. Den ziehe ich jetzt durch. Wir haben jetzt halt keine 5 Minuten mehr für den letzten Boss, aber ich weiß nicht, ob wir so lange brauchen werden. Der hat keinen Mana. Na fuck, ich hätte potten wollen. Mal gucken, er hat 18.000 Leben, ne? Ob wir das in 4 Minuten schaffen? I don't know. Muss halt einfach trotzdem defensiv spielen, das hilft alles nix. Fuck, der eine verreckt halt. Komm, ich hau einfach mal in meinen Pot rein. Dino, echt? Nee, ich glaube, das wir brauchen zu lange, um den Typen runterzuhauen. Fuck, der Rock ist down. Hütet euch. Hütet euch. Fuck, ich bin durch den Wirbelsturm gefehlt. Haben wir denn nur 1 Minute 40. Der hat mit seinen 5 Minuten schon recht gehabt. Hütet euch.
meiner Hand zu sterben. Ich zerhack euer Fleisch. Zeit für Blut. Fuck, jetzt kann ich das Ding nicht einsetzen. Wir haben noch 23 Sekunden, ne? Das wird halt arisch knapp jetzt. 16. Alter. 15 Sekunden hat man noch über In-Time. Nice, mit einer Random-Gruppe. 15er In-Time, Loft. Huh. Holy moly. Oh, und für 40er. Sehr schön. Hat der gekriegt einen Ring? Aber das kann ich. Warte mal, was hat denn das Vielseitigkeit Crit? Ne, das ist schlechter als meins, was ich hab. Vielleicht braucht's der Druid. Was haben die jetzt für einen Key? Tiefenpfuhl. Ja, wunderbar, das war mein Weekly Key. Danke, weiß ich doch, Anti.